Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Folge von Ich spiele mein Test. Wir sind unschwer zu erkennen unter Tage auf Rohstoffbeschaffungstour. Wir haben einen Höhlengang entdeckt, der relativ dunkel ist. Und da wollen wir doch nochmal gucken, ob uns dieser Höhlengang nicht ins gelobte Land führt. Und mit gelobtes Land meine ich natürlich eine Höhle voller Rohstoffe. Zuallererst machen wir uns aber hier mal ein kleines Zwischenlager auf. Allein schon, weil wir 3 Millionen Steine haben. Nicht wirklich literally, aber immerhin einige. Und ja, da kann man doch schon mal ein bisschen was mit brutzeln. Wie war das eben hier? Was haben wir denn? Eisen haben wir da schon ein bisschen was. Hier, komm, die Kohle packen wir mal komplett da rein. Dann habe ich Zinn und ach, Silber, sehr schön. Silber ist natürlich auch ein sehr schicker Rohstoff. Ach, und weil wir so viele Steine haben, sind wir denn heute mal ganz verschwenderisch. Wenn es halt funktioniert. Ich habe das Gefühl, um mal so einen ersten Eindruck. Ui. Hübsch. Um mal so einen ersten gefühlten Eindruck von dem. Ein bisschen Kohle hätte ich doch gern. Von dem Unified Inventory abzugeben. Ich habe das Gefühl, es funktioniert besser als das eigentliche Inventory. Ihr erinnert euch bestimmt, wenn ich so Sachen im Inventar hatte und habe die versucht durch die Gegend zu tracken und die sind zurückgesprungen oder haben plötzlich ihre Position gewechselt. Oder. Und das habe ich jetzt hier noch nicht gehabt. Jetzt dachte ich, es wäre gerade passiert, aber ist es nicht. Von daher an der Stelle noch, toi toi toi, funktioniert gut. Also wenn ihr da irgendwie mal was basteln wollt, oder wenn ihr da Bock habt, irgendwie euch den Mod zu installieren. Hä? Okay, er macht's doch. Warum? Ah, ich hab dich so schön gelobt, Unified. Du Luder. Naja, okay. Worüber man streiten könnte, ist halt so dieser Sternenhintergrund, aber. Pff. Ach nee, das waren 2 Kupfer, die man dafür braucht, ne? Ach. Dann war das hier, war das so? Genau. Da habe ich ein Bronze. Geil. Ich glaube, das lasse ich lieber. Okay, die sind wieder leer. Naja, die nehmen wir auch noch mit. Und dann kann es ja weitergehen. Dann wollen wir mal gucken, ob wir nicht hier noch irgendwie so ein paar schöne Rohstoffe finden. Erst nochmal sicher gehen, dass wir hier nichts vergessen haben. Fackel an Ende des Ganges. Hier ist nichts. Da drüben. Nee, auch nicht. Na dann, auf, hoch hinaus. Bald wird es schon wieder eine nächste Hacke geben müssen. Denn diese hier ist dem Ende nahe. Kurz räuspern. Dann nochmal so ein Bonbon essen, die sind ganz lecker. Salbei, om nom nom. Weil ich dann auch so gut zu verstehen bin mit Bonbon im Mund. Ich weiß. Aber sind wir ehrlich, macht mich das nicht erst recht sympathisch? Oh, was haben wir jetzt für Lindenstraßenmusik abgekriegt? Was läuft denn gerade? Aha, okay. Na gut, soll mir recht sein. Ich brauche trotzdem eine neue Hacke. Und ja, gehen wir mal in die Vollen, wenn wir schon Silber haben. Packen wir uns auch Silberzeug hier hin. Ah! 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 Ja, sehr fein. Ich gehe jetzt einfach mal nochmal so ein bisschen. Irgendwo muss es. Haha! Ihr Deppen! Wir holen uns erstmal alles. So von hinten her und dann kämpfen wir uns da durch. Durch diese fiesen Schergen der Unterwelt. Har, har, um es mal ein bisschen heroisch auszudrücken. Und solange ich hier der grundlegendsten Arbeit in Mindtest nachgehe, kann ich ja nochmal gucken oder euch ein bisschen bespaßen mit irgendwelchen Blödsinn aus der realen Welt. Da wäre zum Beispiel, auch wenn ich seinen Namen, wenn mir sein Name gerade nicht einfällt, dieser komische Typ. Ja, das trifft auf etwa sowohl auf mich als auch den Rest der 90% Weltbevölkerung zu. Nein, ich meine diesen Kerl aus München, bei dem sie so viele Kunstgegenstände gefunden haben. Und wo nicht ganz klar war, ob das nicht Raubkunst ist aus dem Zweiten Weltkrieg. Der ist ja nun verstorben. Und jetzt ist er ja irgendwie, hat er dann kurz vor seiner Herz-OP, wird im Übrigen obduziert. Also auch so ein bisschen. Warum wird denn der gute Mann jetzt obduziert? Vielleicht sind die sich auch nicht so sicher, ob das alles so sauber ablief. Hä, was? Wo, wann? Er ist ja bei dieser Herz-OP, die er in seinem schon sehr beachtlichen Alter hatte, ist er ja verstorben.
Und hat aber vorher noch einen Notar kommen lassen. Hallo? Ach, guck an. Um eben sein, na sagt schon, sein Inventar, sowas Blödes, sein Testament aufzusetzen oder aufsetzen zu lassen. Und das besagt halt jetzt, dass alle Kunstgegenstände nach Bern gehen soll, wohl, also in die Schweiz. In irgendein Museum, glaube ich. Und das Museum weiß gar nicht so recht, und hier sollte ich mit bestanden, ob die überhaupt haben wollen. Weil es wohl vorher schon ein Dokument gab, in dem steht, dass diese Kunstgegenstände, wenn da irgendjemand Anspruch erhebt. Was sammle ich eigentlich gerade auf? Das ist Kies. Gravel, ja. Dass dann irgendwie da jemand kommen kann und kann sagen, hier, schubdidu. Ich hätte die gerne wieder. Das ist von meinem Uropa oder so. Kein Plan. Und das ist halt Raubkunst. Und das ist für ein Museum halt immer blöd. Wenn die da sonst was, ihre Exponate verlieren. Na, mal gucken, ob sie es annehmen. Man darf gespannt sein. Generell, ich weiß nicht, ich habe so das Problem. Das heißt, das Problem. Ich, keine Ahnung, ich kann nicht mal genau sagen, ob man jetzt irgendwie, kann man das irgendwie jetzt nachweisen? Hat der Mann gewusst, dass das Raubkunst ist? Ist es jetzt überhaupt letztendlich Raubkunst? Und wie geht man halt jetzt auch damit um? Ist das so eine typische, wo kein Richter, da kein Henker-Geschichte? Oder ich kann es halt echt nicht nachvollziehen. Ich wäre zum Beispiel, das ist halt auch immer so ein auf Messerschneide-Ding. Jetzt weiß ich leider Gottes nicht, wie er an den Krams rangekommen ist. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand weiß. Aber angenommen, der hat dafür irgendwann irgendwo mal Geld bezahlt. Ich sag mir nicht, mein Inventar ist voll. Ey, hier laufen Dinge ab. Ich kann ja mal das ganze Fleisch essen. Oh, geil. Ich weiß ja nicht, ob der dafür irgendwann mal Geld bezahlt hat. Und dann, ja, weiß ich jetzt nicht. Stell dir doch mal vor, irgendwann würde mir jemand vorwerfen, um es mal in die Moderne zu ziehen, mein Computer wäre geklaut. Würde ich mich auch bedanken. Und würde sagen, was? Warum? Oder hier, ich bin ja so ein Mensch, der ganz gerne mal Schnäppchen auf eBay schießt. Dann schießt du dir da so ein Ding, so ein Notebook und freust dich, hey geil, anstatt 300 Euro auf, wie es beispielsweise auf Amazon angeboten wird. Ich mache hier volles Placement, das Product Placement. Habe ich es geschossen für 100. Und dann kommt dann irgendwer vorbeigetuckert und sagt, ja, nö, kannst vergessen. Das Ding ist geklaut. Pech gehabt. Geh mal zurück. Muss ich das dann zurückgeben? Ich hab da dafür bezahlt. Dann kann ich da, das ist doch total unfair, dass ich da eine Gelackmeide bin. Ich meine, natürlich tut mir das leid, wenn jemand da beklaut wurde. Aber, weiß ich nicht. Soweit ist mein mein Fairness-Sinn oder mein Gerechtigkeitssinn dann auch nicht ausgeprägt, dass ich dann sag, ja, warum soll ich denn dann darunter leiden? Dass jemand anders sich hat beklauen lassen. Keine Ahnung. Kunstgegenstände halt, ne? Wer weiß, was da noch kommt. Ist ja auch alles so furchtbar wichtig im Moment, was er da für Kunstgegenstände hat. Hier geht doch bestimmt nochmal irgendwo die Party. Huch. Nee, hier ist nichts. Klang nur so. So, jetzt habe ich schon wieder nur noch 6 Sticks. Ich glaube, ich verballere einfach hier diese Glow Slabs einfach irgendwo hin. Hui. Hui. Okay. Uah! Ich wusste es. Ihr Schweine. Dafür kriegt man erstmal auf den Sack. Gott sei Dank können die Jungs nicht klettern. Es grunzt. Ach du je. Ach du Vater. Hier. Warte, das haben wir gleich. Ist da schon was runtergestürzt? Aber nicht so viel. Ja, nee, da gehe ich drauf. Da brauche ich gar nicht runterhüpfen. Okay, taktischer Rückzug. Beziehungsweise wir nehmen mit, was wir sehen. Und dann ist diese kleine Exkursion auch irgendwie schon mal erstmal wieder beendet, würde ich sagen. Ja, du kannst hier rumfliegen, rumschwören. Ach, guck. Ein bisschen was konnten wir doch mit abgreifen. Das reicht hoffentlich erstmal für 2-3 Minuten. Für Rohstoffwaren. Wird sich zeigen. Man darf gespannt sein. Ich weiß gar nicht, was ich hier als abbaue. Ich kann die so schwer auseinanderhalten. Gerade so Sachen wie, na sagt schon.
Da falle ich nächstes Mal runter, ich schwöre. So Sachen wie hier Kupfer und Zinn. Ja, Blödsinn, nicht Zinn. Kupfer und Bronze kann ich nicht... Hey, Bronze ist auch falsch, verdammt nochmal. Also, Kupfer und Iron, genau. Die sehen relativ gleich aus. Das eine ist hell, das andere ist dunkel. Weiß ich immer nie, was ich so mitnehme gerade. Denk mir so, jubdidu, ich habe 3 Millionen Einheiten Eisen. Und dabei habe ich nur ein bisschen Kupfer mitgenommen. Ich weiß gar nicht so recht, damit was anzufangen. Außer es halt zu mischen. Zu Bronze. Ah, schön, das ist auch noch was. Haha. Alles in allem ist die Ausbeute relativ gut, würde ich sagen. Naja. Ich glaube, Salbei-Bonbons ist auch so eine Sache, da muss man sich einfach dran gewöhnen. Wenn man so das siebte oder achte Bonbon gegessen hat, hat man sich A dran gewöhnt und findet es einigermaßen lecker und B kriegt man wahrscheinlich Durchfall. Irgendwann. Ich hoffe, das werdet ihr nicht live miterleben. Das mache ich offscreen, keine Sorge. Keine Sorge, ich bin ja dann doch ein netter Mensch. Vielleicht lade ich das irgendwann mal hoch als extra. Mein Durchfall. Also nicht so dieser typische Sprechdurchfall, wie ich in jede Folge habe, sondern... Ne? Noch so ein Loch. Mein Gott, über Löcher. Ist ja schlimmer wie auf der Reeperbahn. Wie anzüglich. Apropos anzüglich. Da hätte ich auch noch was. Bin ja gar nicht so. Ich weiß als Kind... Und ich benutze diesen Ausdruck ganz bewusst, um einfach darauf hinzuweisen, wie unendlich lange das gefühlt her ist. Als Kind habe ich entfernt, was ist denn hier eigentlich los, etwas mitbekommen aus Amerika von einer Frau Lewinsky, die da mit ihren, die da als Praktikantin wohl irgendwie was Unsittliches gemacht hat beim Präsidenten Clinton. So, danach kam ja George W. für zwei Amtszeiten, danach kam der Barack für zwei Amtszeiten. Eigentlich hatte ich gehofft, hier geht's irgendwie weiter, aber scheinbar nicht. Ja, und wer, und jetzt irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, es hat sich mir noch nicht ganz erschlossen, vielleicht habe ich auch einfach viel zu wenig Ahnung, ist jetzt plötzlich wieder diese Frau Lewinsky auf dem Schirm. Und hat irgendwie über 10 Jahre später jetzt ein Buch darüber geschrieben, was da so war. Und ist halt in aller Munde. Haha, versteht ihr? In aller Munde. Super. Nee, keine Ahnung. Hat sich mir noch nicht so ganz erschlossen, was der Sinn dahinter ist, hinter der Aktion. Pauschal lässt sich natürlich am ehesten vermuten, das liebe Geld. Ich meine, so ein Buch aufzulegen und zu vermarkten und gekauft wird es sicherlich auch. Da kommen wir dann doch ein paar Euro bei zusammen. Und, ja, ansonsten... Was gäbe es denn noch für Gründe da? Oh, 30 Eisen. Geil. Schöner Scheiß. Weiß ich ja nicht. Dann gab es irgendwie so... Diese... Dass man das vom Tisch haben wollte, weil wohl die gute Frau Clinton, also Hillary, da irgendwie präsidentschaftsmäßig auf dem besten Weg ist wohl. Und man versucht da halt irgendwie jetzt so ein bisschen, ja, drumherum zu kommen. Also, oder das Thema zumindest vorher abzufrühstücken, um dann bei der Wahl sagen zu können, ja, das ist doch schon alles vom Tisch. Das ist doch alles geklärt. Macht doch jetzt mal hier nicht so ein Hack-Mack. Deswegen. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich finde es halt irgendwie, das ist so ewig her. Wie gesagt, da war ich ein Kind und mittlerweile ist eigentlich eher... Sowohl ein Glücks- als auch ein Pechfall, dass ich noch nicht schon lange Vater bin. Also von daher... Und da war ich selbst Kind. Ich habe gerade so verstanden, von was sie da eigentlich reden. Und hatte so eine ganz, ganz grobe vorpubertäre Ahnung, was da eigentlich genau passiert ist. Und habe das noch kichernd quittiert. So. Was da für Kamellen ausgraben, teilweise. Naja gut, wenn es der Publicity gut tut, warum nicht? Also wenn ich... Wenn ich schätzen dürfte oder eine Meinung abgeben dürfte, wenn mich jemand fragen würde, würde ich halt echt sagen, ja gut. Angenommen, zu mir würde jemand kommen, so ein Kerl im Anzug, würde sagen, pass mal auf, du schreibst jetzt ein Buch und das wird so und so viel Tausend einbringen, vermutlich. Würde ich auch nicht sagen,
Ja, da muss ich mich nochmal kurz mit meiner linken Hand drüber braten, sondern das würde ich halt auch einfach tun. Ich glaube, es ging ums Geld. Das wäre viel mehr. Interpretiere ich in die Sache jetzt. Oder halt eben dann doch irgendwie den Wahlkampf, aber weiß ich nicht. Ob sie sich da nicht sogar ins eigene Fleisch mitschneiden. Was weiß ich. So, wie war das? So, ne? Supi. Supi. 36 Stahl, 9 Bronze, 4 Silber und ganz viel Zinn, den man eigentlich so nicht braucht. Herrlich. Läuft. Ja, dann kannst du ja wieder hochgehen. Hier unten ist die Luft schon ganz dünn. Ach, guck mal. Wer hat denn deine Markierung gesetzt? Hä? Wir waren da am Mitdenken. Schön. Ich liebe es, wenn dein Plan funktioniert. Ah ja. So. Ach so, was noch viel, viel besser ist als jede Nachrichtensendung. Naja, gut, nicht als jede Nachrichtensendung. Man kriegt unheimlich schöne Sachen mit, wenn man den ganzen Tag, nicht den ganzen Tag, wenn man so abends mal eine Stunde oder eine halbe Stunde auf Imgur rumgeistert. Für diejenigen, die die Seite nicht kennen, auch wenn ich es für unwahrscheinlich halte, das ist eigentlich ein Bilderportal im Internet, wenn nicht eins der größten Bilderportale. Ja, wo halt beispielsweise, das ist, wird von Reddit-Usern benutzt, um da Sachen abzulegen, also Bildmaterial etc. pp., aber halt auch generell. Und da kann man immer so Sachen quasi sortieren nach Popularität, also die populären Posts sich rauspicken und aus den populären Posts kann man auch sagen, nach den neuesten Events sortieren. Und dann kann man immer schon mit der rechten Pfeiltaste da so durchskippen. Und, ach so war das hier, genau. Und kann dann sich quasi damit auf den neuesten Stand bringen, weil man kann ganz sicher sein, dass zu irgendwas, was auch immer gerade in den Medien ist, irgendjemand schon, ich brauche unbedingt mehr Sand wieder, seinen Senf dazugegeben hat oder das Ganze in GIF verpackt hat oder irgendwelche komischen Statements, die irgendwer gemacht hat, in einen anderen Kontext gesetzt hat, in irgendwelche Cartoons und. Also, abends Langeweile ruhig mal Imgur anschmeißen. Sage ich nicht zuletzt, weil ich das auch mache. Und bleibt eigentlich nur noch zu sagen, nein, ich habe keinen Imgur-Namen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich will euch da jetzt irgendwie hinlocken, damit ihr euch da meinen Scheiß anguckt. Ich selbst bin nur, wie heißt das, Longtime Lurker? Ich glaube irgendwie, also nur jemand, der guckt. Ich verteile weder Likes noch Upvotes, weil ich einfach keinen Account habe und habe mir auch noch keinen angelegt und habe auch noch nichts da hochgeladen dementsprechend. Aber gucken tue ich da. Ganz gerne. Da bin ich ganz unproblematisch. So, Inventar voll, wie immer. Können wir hier schon ein bisschen was gestalten. Gestalterisch aktiv werden. Na, kommt mit. Komme ich diese Runde noch dazu, ein bisschen was zu bauen? Ich glaube schon. Das Untergeschoss hätte ich ganz gerne fertig, dass mir die Viecher nicht immer in den Keller reinfallen. Das finde ich ein bisschen unentspannt. Daher auch jetzt nochmal diese große Sammelwut. Meine Dings. Mein Schaufel. Diese große Sammelwut hier mit dem Sand. Oh, Bronze. So. Und weiter geht's. Bronze ist der Shit. Ich sag's euch. Ach ja. Was jetzt so gar nicht auf Imgur war, weil es da einfach nicht hingehört. Ich meine, ich habe da auch schon deutsche Inhalte gesehen, aber eigentlich ist Imgur eher so amerikanisch-international. Englischsprachig halt. Schon wieder voll? Was man da noch gar nicht gesehen hat, hat mich heute auf N24 eingelächelt. Das Pornoverhalten der Deutschen wurde wohl irgendwie analysiert. Wo, also Pornhub oder so, keine Ahnung. Darf ich das überhaupt sagen auf YouTube? Wahrscheinlich werde ich jetzt gebannt. Haben sie analysiert, nach was der Deutsche so sucht. Und der Deutsche sucht auf Pornhub nach Deutsch, also nach German. Und, ja, also das scheint wohl so eines der meisten, der am häufigsten gesuchten Suchkriterien zu sein. German oder eben Deutsch oder sowas. Keine Ahnung. Ich habe mir das nicht genauer angeguckt. Finde ich aber deswegen interessant, weil ich persönlich denke mal, wir brauchen jetzt keinen Hehl draus machen, dass so ziemlich
jeder irgendwann irgendwie schon mal einen Pornofilm gesehen hat oder einen Ausschnitt davon. Und ich persönlich kann der deutschen deutschsprachigen Pornoindustrie nichts abgewinnen, weil ich die Sprache an sich nicht sinnlich bis erotisch empfinde. Das klingt alles sehr komisch gerade, ist es aber nicht. Sagen wir mal so, ich bevorzuge ein das ist schlimm, schwierig zu rezitieren. Ich bevorzuge ein oh yes, oh yeah, right there, oh you got it, gegenüber einem oh ja, oh das ist gut, ah das ist geil. Wie gesagt, irgendwie kann ich dem deutschsprachigen Porno nicht wirklich viel abgewinnen. Aber auch da gibt es ja, das ist ja wieder so eine typische Geschmäcker sind verschiedene Sache. Ich fand das nur interessant, dass wirklich dann, ja, keine Ahnung, da wirklich dann das Wort Deutsch scheinbar gesucht wird. So, jetzt machen wir wieder mal das hier, um dann e zu erkennen, dass das ganz schön teuer ist. Ja, ich habe den Kommentar gelesen, der mir gegeben wurde. Von wegen, dass da wohl, dass das vergünstigt wurde. Da gab es unter einem meiner Videos einen Kommentar. Ich habe nur nicht aktualisiert, was ich eigentlich hätte machen sollen und worüber ich mich gerade jetzt in diesem Moment, quasi in diesem Moment ärgere. Weil ich hätte es wirklich machen sollen. Ich habe es nicht gemacht. Das ist blöd. Hätte ich mir jetzt die ganze Arbeit hier erspart. Huch, mein Schwert. Naja, vielleicht denke ich ja gleich noch dran. Ach, dann bleib halt liegen, du Opfer. So, 25 Steinchen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ach, meine Nase. Schlimm. Ein ewig juckendes Körperteil. Deutsche Pornos. Großartig. Oh, ich gegen die Maus geditscht. Hüpf, 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 schön ausgeleuchtet. Aber ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster legen, aber es nimmt alles schon Struktur an, ne? Kann man da eigentlich nichts gegen sagen. So, hier, zack. Zack, die Bohne, auch schon lange nicht mehr gehört. Wie war das hier? Gott, da fehlt nur eine ganze Menge Holz. Also nicht Holz, sondern. Naja, ihr wisst schon. Sandstein. Wobei, so viel ist es eigentlich gar nicht mehr. Es geht. Verdammt, ja, das war's. Schon wieder Ende. Ach, da muss eine alte Frau lang verstricken. Ich sag's euch. Naja, jetzt ist da auf jeden Fall erstmal zu. Habe ich gerade durch Zufall noch Stein da? Ja, natürlich. Sogar direkt im Quick-Dings. Dann würde ich sagen, machen wir uns da nochmal ein bisschen schöne Steine und legen das Fundament mal ein bisschen aus mit dem schönen Stein. Das wäre dann unter dem Sandstein. Also quasi. Hier. So. Hier einfach mal so tun, als wäre das graue, kahle Kellerwand. Dürfte ja dem Charakter des Ganzen auch relativ nahe kommen. Ja, ist kein Grund hier rumzuschreien. Bert. Oder wie der Name auch immer ist. Du, Wolle tragendes Luder. Wie ist denn das eigentlich passiert? Ach, das ist unter der Treppe. Ah. Verstehe. Es nimmt Form an. Upala. Und wie im realen Leben werde ich mich mit dem Kellergewölbe, glaube ich, nicht so weit befassen. Ich glaube, wenn mir nicht noch eine total tolle Styler-Idee einfällt, wird das Kellergewölbe einfach komplett hier aus diesem Stein bestehen, den ich gerade an die Wand setze. Wie im realen Leben. Glaubt mir, das ist auch nicht so aufwendig. Gar nicht. So, man könnte jetzt noch überlegen, ob man nicht doch noch ein bisschen was setzt hier so. Dass das durchgängig ist. Bisschen Struktur. Ja, aber so häufig habe ich das eh nicht gemacht. Okay. Okay. Wie hatte ich mich denn zu der Deckenhöhe geäußert? Da gab es doch auch irgendeinen Kompromiss. Auch wenn er mir gerade nicht einfallen will. Hm.
Ich glaube, ich packe jetzt einfach nochmal eine Fuhre Stein. Ganz normalen Standardkoppel. Nee, doch nicht. Anders überlegt. Wir nehmen dann doch den hier. Na komm. So als auch nochmal als Boden hin und dann ist es gut. Und dann ist es gut. Der ist schön schnell erstellt. Der ist schön dunkel. Einheitlich. Und dann kommen irgendwann noch Wände dabei. Ach, dann wird das alles herrlich. Hoffentlich war das jetzt nicht vorschnell gehandelt, aber ich denke eigentlich 3 Meter Deckenhöhe dürften genügen. Ich überlege gerade, ob da nicht irgendwas war. Ob das nicht irgendeinen Grund hatte. hier, mehr davon. Mehr davon. Cobblestone zu Stone Tiles zu verarbeiten ist wie eine Droge. Nee, man will immer mehr davon. So. Und. Huch. Ach, genau. Geh weg. Dankeschön. Ach, diese echt drogennehmenden Schafe. Mit Ohrblöken. Ach, guck mal. Noch mehr. Okay. Sieht natürlich ein bisschen karg aus, jetzt der große Raum. So ein amerikanischer Keller. Da war ich immer so ein bisschen eifersüchtig drauf. Das finde ich ja schon geil. Dass man ja so oft auch in Sitcoms oder so sieht, dass die halt wirklich so eine Treppe runter. Und dann ist das ein großer Raum unter dem kompletten Haus. Das finde ich ja schon charmant. Muss ich ja ganz ehrlich zugeben. Das muss man denen ja eingestehen. Ach komm jetzt, es ist nicht euer Ernst. Also nochmal hoch, Steine holen. Jawohl. Und die 4 habe ich auch gesehen. Nehmen wir direkt mit. Da. So. Die letzte Fuhre. Drops of H2O. Auch schön. Donk. Oh, dachte ich stoß mir den Kopf, aber Fehlanzeige. Schön. Eine Falscheinschätzung der Situation. Okay, hier müssten wir dann jetzt noch, oh, das mache ich auch gerade noch, passt das noch? Ah, das passt, das hat zu passen. Ich bin die Regie. Regie, haben wir noch Zeit? Ja, wir haben noch Zeit. Super Regie, danke. Ich mache hier dann jetzt weiter. So. Ich muss ganz ehrlich sagen, das mag jetzt auch an Vanessas Pack liegen, aber dieses hier, diese Tilestones, die ich gerade setze, und der Sandstein, ich finde, es harmoniert schon extrem geil. Gefällt mir gut. Ja, komm, dann bin ich ja noch so fleißig und mache hier noch alles weg. Auch wenn ich da noch gar nichts hinsetzen kann. Hier machen wir nochmal. Was war das denn gerade? Achso, der Button. So. Okay, gut. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Der Keller ist ein großer, schöner Raum. Da wird noch ein bisschen Struktur reinkommen, aber nicht mehr in dieser Folge. Was schön, dass ihr dabei wart. Bis zum allernächsten Mal. Und wenn ihr mir was sagen wollt, tut es oder lasst es. Es ist euch absolut freigestellt. Bis zum allernächsten Mal. Macht das gut. Haut rein. Und Stein.